Ja, ein Wurmloch kennst du ja, nehme ich mal stark an. Ja. Ja. Aber ja nicht ernst. Doch, die meinen das ernst. Ja gut, für den Fall der Fälle sollte man natürlich. Immer einen Wurmlochstöpsel parat haben. Ja. Auf jeden Fall, wenn die da. Ach, da. Ah, jetzt. Ne, das ist eine gute Überleitung. So ein paar Schaffen Sie dieses Problem, Anwälte Charrette. Die machen Firma gerade wieder erwartet Stress wegen. Ergebnisse. Wegen. Was laber ich? Wegen dem Die Teilchenbeschleuniger. Firma erwartet Weil der Ergebnisse. ja schwarze Löcher. Okay, ist nicht gleich Wurm noch, aber. Ja, Trotzdem. ist doch egal. Schwarze Löcher haben sie ja momentan die große Diskussion, dass es schwarze Löcher nach dem Dingens, wie sie es eigentlich gedacht haben, gar nicht gibt. Ja. Ja, nee, aber die Ami-Ärzte, Anwälte klagen da. Oder machen da jetzt auf jeden Fall. Hauptsache. Ja, Hauptsache, ist es eigentlich nicht Diskriminierung, schwarze Löcher zu sagen? Sollte man nicht lieber maximal pigmentierte Löcher sagen? Das ist dasselbe mit Buntstiften und Filzstiften. Aha. Es ist. Das tendiert irgendwo zwischen lächerlich und irre cool. Warum? Unterstützung durch den Weltraum Oder es gibt beendet. ja einen Unterschied zwischen Bunt und Technologie hat nicht Filzstiften. mehr keine Zeit. Wieso haben wir auf Jinxtown und Sunset so wenig Strom? Gute Frage, Flaute. Wie Flaute? Ja, weht kein Wind und so. Dann werde ich jetzt Jinxtown auch mit dem Energietransmitter ausstatten. Ich bringe die Rohstoffe direkt rüber. Kannst du machen, dann können wir die ganzen doofen Windkraftwerke Ja, weil Holz. dann haben wir Strom alles mit gespeichert. Unterwasserkraftwerken versorgt. So, Sind die die Strom, den haben effizienter wir. oder? Was, die Wasserkraftwerke? Ja. Naja, lass es mich so Warnung. sagen. Eines Fahrzeug unter kostet Beschuss. uns 40 und bringt 25 Energie, aber hundertprozentig konstant. Wir können ja auch Solarturm-Dinger bauen. Genau, da müssten wir noch eine Insel Oder wir irgendwo. nehmen uns so eine kleine Scheißinsel. Das hätte ich schon mal vorgeschlagen vorher. Irgendwo eine Insel, wo wir Haufen Solarkraftwerke Nee, draufklatschen. nee, nicht Solarkraftwerke. Da einfach ganz viel Kohle drauf. Richtig, weißt du, ganz viele Kohlekraftwerke und damit einer so richtigen Drecksinsel alles andere versorgen. So Tycoon-Style halt. Haben So wir doch ähnlich jetzt. mache ich hier mit Wasserkraftwerken. Nur dass Wasserkraftwerke teurer kommen, oder? Wissen wir gleich, Tycoon. Ah, wir brauchen Also, Arbeiter, um darauf Zugriff zu ja, haben. baue ich gleich. Bin gerade dabei, da anzufangen. Wie viel von denen habe ich jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie gesagt, wir haben gleich Tycoon-Arbeiter. Weitere Gebäude stehen zur Verfügung. Ein Kohlekraftwerk kostet uns 10, gibt 60. Was frisst der Kohle? Wie viel? 10. Kostet uns nur 10. Ja, aber es frisst halt immens viel Rohstoff, Kohle. Ja, das ist ja egal. Ja, dann, Geht 20 mit Ding, aber das ist unschlagbar günstig. Ja, komm, dann nimm aber die Insel dafür. Ja, ist ja. Ja, stimmt, da ist mehr Platz. Da können wir schöner bauen Ich als da hörte oben. Großes Ist ja auch von egal, Ihnen. weißt du, da sind 93.000 Was Tonnen heißt, nimmt ihr Kohle. Scheitern zur Kenntnis?
Mein Schiff war lange schon beim letzten. Na, scheiße. Ich hab's doch nicht weitergeschickt. Fuck. Ja, das ist, wenn man. Egal, es wäre sowieso egal gewesen. Das ist das, weil wir keinen dritten haben. Also, momentan. Wir suchen Leute, wir machen jetzt Casting. Ich habe das letztes Mal bei Left 4 Dead gemacht, da kam Mathis rein. Ja. Weil es nur mal erwähnt haben. Grüße an Mathis an der Stelle, wenn er sieht. Aber wenn du siehst. Energieversorgung mangelhaft. Was ich brauche, wäre ein Schiffchen, das ich. Ah, hier steht die. Oh Gott. Ökobilanz. Werte steigen. Wo haben wir gesagt, brauche ich einen Energietransmitter auf Jinx? Jinxtown. Ups. Ja, sie ist erst Boomtown, aber das kann ich niemals so lassen. Achso, klar. Wir registriere steigende Fruchtbarkeit. Unser U-Boot heißt Titanic, aber wir haben die Nautilus schon verloren. Das ist jetzt ein bisschen. Hey. Dingens. Ich werde es mit Titanic umbenennen. Und zwar an einen sehr treuen. Neuen Anno-Zuschauer oder alter neuer Anno-Zuschauer, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat früher auch schon viel kommentiert, aber jetzt gerade wieder extrem viel dabei. Auf jeden Fall ist mir in den letzten Tagen sehr oft in den Kommentaren aufgefallen. Der gute Felix. W. Denke mal, der hat sich das da locker verdient, dass er da rein darf. Wie viel Carbon brauche ich für den Spaß schnell? 25, okay. Das heißt, für zwei, die ich brauche, brauche ich 50. So. Ich bin mal unterwegs nach Jinxtown. Um da den Energietransmitter hinzuklatschen. Jo. Wie sieht's aus mit Mangan, Abbau und Diamant-Zeugs hast du? Ich habe wesentlich mehr Manganknollen als mir lieb ist. Ich habe 120 Tonnen Manganknollen übrig, Diamanten. Diamanten baue ich auch an wie vielen Stellen ab? Achso, falsche Insel. Hier rüber. Diamanten habe ich 2 Förderanlagen. Okay, das heißt, es reicht ja. Wir brauchen 4 Selten-Erd-Extraktoren, 2 Mangan-Abbauroboter und 2 Diamant-Förderanlagen. Ich komme nicht mal bei zwei. Achso, so meinst du, okay, ja, dann muss ich noch ausbauen. Weil wenn du es machst, dann kann ich jetzt hier schon mal die Ding. Ja, ich muss nur die Extraktoren ausbauen. Ich habe genug Mangan-Abbauroboter. Deswegen hatte ich so viele Rohstoffe auf der Insel und ich habe mich schon gewundert. Hast du jetzt 4? Gleich. Okay, dann läuft jetzt mal schon mal die nächste Beamer-Fabrik. Alles klar. Wird unsere Hauptinsel eigentlich auch mit Dings versorgt oder nur mit Solar? Mit Energie? Von Transmitter her nichts, nein. Ich habe jetzt nur einen auf Fortune City stehen, von dem ich unter Wasser her versorgt werde und sonst noch gar nichts. Ich bin jetzt unterwegs nach Jinxtown und ich habe noch genug Carbon für einen zweiten. So.
So, dann drehen wir mal den Saft hoch. Warnung. Verminderte Frucht. Wollen wir Saatgut Kaffee? Gucken, ob wir irgendwas von den Händlern brauchen. Ökobilanz. Werte steigen. Ein Alvinschner Ionenkatalysator. Ich schick mal ein bisschen Energie nach rüber, nach Jinxtown, damit bist du 50 im Plus, wenn du mehr brauchst, ich habe noch was auf Reserve hier. Und den zweiten Cut? Willst du den auf Core haben, oder? Oder hast du einen anderen Slot, wo du Energie brauchst? Auf Core bald. Sunset sagt auch, braucht Energie. Wir könnten uns Ding holen, wir könnten uns so ein pelagisches Schleppnetz holen. Hauptinsel. Für Fischproduktion. Achso. Ja, mach mal. Oh ja, wir haben ja mehr als genug Lizenz. Ich überlege nur gerade, Sunset braucht noch auf jeden Fall Energie, da fahre ich jetzt gleich hin. Kostet uns unser Ding eigentlich. Und danach, ja, keine Ahnung. Okay. Mal schauen. Ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. So gesehen, Solarturmkraftwerke kosten uns das 12-fache von einem Kohlekraftwerk und bringen uns aber nur das Doppelte. Aber sie schauen halt schön aus. Regenerativgesetz ist auch häufig, brauchen wir alles nicht, oder? Ich glaube nicht. Ja. Unterhaltskosten. Boah, die öffentlichen Gebäude da, die Unterhaltskosten zu kürzen, lohnt sich aber, oder? Ja, ziemlich. Dann kann ich das auch kaufen. Bitte was? Das kann ich dann auch kaufen, oder? Was kannst du auch kaufen? Das Angebot Kürzung 1. Ja, kannst du auch kaufen. Was kostet eigentlich so ein Energietransmitter genau? Okay, das zahlt sich aus, das um 10% zu kürzen. 15 sogar. Was haben wir sonst noch im Angebot? Da oben ist was ganz Interessantes da mit der Ölplattform. Die Unfallwahrscheinlichkeit selten, aber. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Weil wir haben ja durch die Forschungslabore alle Teile, die wir irgendwie benötigen. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Tech 2 werden keine Waren gefahren. Aha. Achso, das zweite Schiff, das ich da als Bonus reingeklatscht habe. Oh Gott, da. Selbst SAAT muss seine Forschungen finanzieren. Boomerlock-Stoffe kannst du auch herstellen, oder? Boomerlock-Stoffe? Ja. Sind wir jetzt ein Left 4 Dead oder was? Nein. Das ist ja wie diese Bohrmeißel, nur für Hummer halt. Ach, Hummer? Ja, kann ich auch herstellen. Ja, das ist,